So, Leute, ihr wisst ja, ich bin immer der, der euch auch Informationen gibt. Ich habe jetzt gerade eben bei iPlay Tobi noch gesehen. Es gibt wohl einen kleinen XP-Glitch, in Anführungszeichen, aber eigentlich ist es legitim. Denn, wie ich zeige euch jetzt mal gerade, wie ihr ganz schnell leveln könnt. Also wirklich ganz schnell. Ihr seht, ich habe hier keine Missionen mehr. Die legendären habe ich jetzt auch schon fertig. Ich habe gerade in einer Runde quasi meine Fische fertig gemacht. Aber es gibt ja noch Leute, die müssen Harpunenkills machen, Sturmgewehrkills, Bootkills. Selbst die Bootkills muss ich noch machen. Ihr seht, ich habe ja schon ziemlich viel gemacht, aber die Nahkampfeliminierung, alles ist jetzt in diesem Match möglich. Wo gehen wir dahin? Richtig, wir gehen hier oben, Community-Kreation in MIG 8 versus 8. Wir machen das Ganze auch, ihr macht das am besten mit Auffüllen. Denn auch die, also ihr werdet es gleich sehen, alle werden angeln wie bescheuert. Wenn ihr die Angelaufgabe fertig habt, könnt ihr aber gleichzeitig eure Harpunenkills machen, weil alles zählt, weil es halt ein LTM ist. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil im Kreativmodus zählt ja nicht immer alles, aber LTMs zählen halt auch zu den normalen Missionen dazu. So, wir sind jetzt hier schon in der Lobby. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Das hat nämlich eben schon so lange gedauert, weil ihr müsst quasi immer aus der Runde rausgehen und dann wieder neu reingehen. Das ist mir nämlich eben schon passiert. Ich so, wann startet denn endlich die neue Runde? Denn das ist ein bisschen kompliziert. Denn es gibt nämlich in diesem LTM einen Angelspot, der quasi unendlich ist. Ich werde es euch auch direkt zeigen, wo der ist. Weil ich habe ja im Prinzip schon alle Kills gemacht. Ihr müsst auf jeden Fall hier links hin, wie er das auch gerade macht. Zack, holt euch die Harpune. Ja, ich muss mal gucken, dass ich auch meine erwische, weil ihr könnt gefühlt nicht immer damit schießen. Na, seht ihr, die funktioniert nicht. Das meine. Ach Gott im Himmel, geht doch mal alle hier weg, ey. Ich sage jetzt, eine Stunde braucht. Aha, die Harpune funktioniert. Und dann geht ihr hier in den Spot. Und einfach da angeln wie bescheuert. So. Und hier, ihr seht schon, zack, 75 Schaden, zack, habe ich einen Harpunenkill. Und die Leute sind hier halt am Angeln wie bescheuert. Und der Spot geht nicht weg. Wenn ihr noch Kills machen müsst mit dem Sturmgewehr, hast du nicht gesehen. Genau hier ist eure Möglichkeit. Und ihr seht schon, alle versuchen hier mit der Harpune alles zu machen. Dann mal gerade gucken, wir stehen hier auch noch. Zack, noch einen mit der Harpune. Aber wie gesagt, da um diese Angelstelle geht's. Da wird geangelt wie bescheuert. Und jetzt passt auf. Es gibt nämlich noch den Boot-Glitch. In Anführungszeichen. Ihr holt euch dieses Boot hier. Ich hoffe jetzt einfach, dass es so funktioniert. Geprobiert habe ich es nämlich eben noch nicht. Das spawnt auch immer direkt. Und jetzt müsst ihr quasi nur gucken, wo sind Gegner. So, zack. Da haben wir schon den ersten. Weil einige von euch haben natürlich das Problem, dass die auch noch nicht die Kills gemacht haben mit dem Boot. Und hier habt ihr natürlich die Möglichkeit. Ihr müsst halt nur ein bisschen außerhalb bleiben, so wie ich jetzt. Und dann dürfte das eigentlich ganz easy funktionieren. Ja gut, mit easy. Das Problem ist, normalerweise waren hier immer wie eben welche am Pushen, wie blöd. Jetzt komischerweise nicht. Ach, da sind sie. Ach, die angeln da hinten in der Ecke. Zack, das Problem ist halt, das Schaltboot macht nur 35 Schaden. Ihr müsst euch halt echt einen rauspicken, der halt weniger Leben hat. Ja, er macht jetzt einen 31er Move. Aber dann holen wir ihn halt mit der Harpune. So, mein Boot. Zack, 35 und ja, man sollte auch treffen. Wenn der andere auch mal den Kill machen wird, also wenn ihr das zu zweit macht, denkt dran, der Kill zählt dann für beide. Wenn einer nur im Boot ist, zack, so habe ich nochmal einen Kill im Boot. Zack, ja, der ist schon so down. Zack. Ja, der probiert mich zu snipen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ah, bam, bam. Ah, er hat mein Boot gefetzt. Dann holen wir den gerade noch so weg. Also, so könnt ihr natürlich jede Menge XP-Aufgaben machen. Gerade von den blauen Aufgaben. Auf jeden Fall die Fischaufgabe, die Bootaufgabe. Ich werde mich hier noch ein bisschen mit dem Boot an die Arbeit setzen. Aber das Problem ist, das Boot macht halt einfach zu wenig Schaden. Aber wenn man das mit mehreren macht, müsste es eigentlich auf jeden Fall besser gehen. So, dann sage ich mal, euch viel Spaß beim Leveln und haut rein.